Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Und mir fällt sofort auf, dass da wieder jemand mit mir drin steht. Und außerdem fällt mir auf, dass hier tatsächlich das Eis weg ist vom Eingang. Das ist nicht mehr da. Was mir allerdings auch auffällt, ist, dass das Beschwörungszeichen hier auch nicht wiederkommt von Glencore. Überaus bedauerlich. Das andere kommt auch nicht wieder. Das ist unschön. Na gut. Da müssen wir es also alleine machen. So, das war das. Der nächste gleich. Boah. Komm mal, der dritte auch gleich angeschweißert. So, wir müssen jetzt ein bisschen die Augen offen halten nach einem Eisflorett. Vor allem nach Unterschieden jetzt da, wo das Eis weg ist, weil das habe ich mir natürlich nicht alles im Einzelnen gemerkt, ne? Das habe ich mir nicht alles im Einzelnen gemerkt. Aber wir müssen unser Inventar wieder aufräumen. Eisflorett. Dieses Florett wurde von den Zauberern in Elium Lois getragen. Es birgt eine Magie, die durch heftige Angriffe freigesetzt wird. Elium Lois wurde durch einen großen Schutzwall vor dem herannahenden Chaos geschützt. Die Mauer. Game of Thrones. Die Zauberer kämpften mit unter den Verteidigern. Effekt Spezialangriff, schwerer Angriff. Okay. Nett. Ich weiß nicht, es ist nur so ein Gefühl, aber ich glaube, mit dem Schwert bin ich um einiges schneller. Und ich habe mal so überlegt, als ich jetzt die Folgen von letzter Woche da gerendert habe, habe ich mir unter anderem den Kampf gegen Sir Alon nochmal angeguckt. Und dieses Katana, das wir da geschmiedet haben, ich glaube, das ist dazu gedacht, tatsächlich in zwei Händen geführt zu werden. So macht Alon das auf jeden Fall. War da oben noch irgendwas? Ich weiß es gar nicht mehr. Nö. Okay. Aber lieber alles nochmal abgehen als, ne? Wir sind nie auf die andere Seite dieser Brücke gekommen, fällt mir gerade so ein, ne? Da standen doch noch Gegner drüben. Gut, das kommt jetzt vielleicht noch. Ich weiß ja nicht, was wir jetzt alles so für Pfade noch offen haben, die vorher halt blockiert waren. So, guck mal, die hockt da jetzt zum Beispiel wieder ganz passiv. Die macht nichts weiter. Ich ignoriere sie einfach mal. Ich wollte dich leben lassen. Und ich wollte dich leben lassen. Ich wollte gerade sagen, was mich nicht angreift, das muss auch nicht sterben. Aber in dem Moment tauchst du plötzlich auf und... Okay. Das ist das Todesurteil für alle deiner Art. Ich hoffe, das ist dir bewusst. So, ich weiß trotzdem nicht, wo wir hier die ersten Eisblöcke hatten. Ich kann jetzt nur einfach nochmal alles komplett wieder absuchen. Nah dran.
Ja, eigentlich wollte ich es mir einfach machen, indem ich das mit Magie erledige, weil wir das letzte Mal ja über diese blöden Viecher rübergeprügelt haben. Aber irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich meine, im Großen und Ganzen schon, nur irgendwann ist es dann doch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, ne? Grundlegend war das ja schon nicht schlecht. So, ich laufe jetzt einfach alle Pfade nochmal ab. Früher oder später müssen wir ja irgendwelche Änderungen finden. Hier zum Beispiel, das ist schon mal neu. Es war ein Versuch wert. Ich war auf dich vorbereitet. Blöde Putte. So, jetzt habe ich aber leider nicht gesehen, was genau wir da eingesammelt haben. Weil ich mit der blöden Putte beschäftigt war. Also muss ich jetzt einmal kurz durchgucken, ob wir hier irgendwo was haben. Stab der Gefolgsleute ist neu. Ein von den Gefolgsleuten in der Kathedralenstadt getragener Stab. Vor langer Zeit dienten die Gefolgsleute den Priesterinnen, aber seit diese verschwanden, durchwandern sie ziellos das eisige Elium Lois. So, hier irgendwo müssen wir jetzt dann auch bald die Passage haben mit den Fackeln, ne? Lass mich nicht mehr verarschen. Okay, das kann jetzt etwas langwieriger werden hier. Tut das Not? Können sich auch heilen, ne? War da nicht was? Macht da aber aus irgendeinem Grund nicht. Just in dem Moment wandert er aus meiner Reichweite raus, ne? Den anderen nehmen wir da von hinten. So. Aber das ist fies, wenn man sich das nicht merkt, wo die Änderungen sind, dass man diesen Level tatsächlich zweimal machen muss. Es sei denn, man möchte gegen eine unsichtbare Monsterkatze antreten. Ja, wenn du was von mir willst, dann musst du schon herkommen. Ja, so wird es nicht funktionieren. Jetzt kommt er. Es geht doch. Komm her. Ja, viel besser als mit dem Morgenstern. Viel, viel besser. Oh, warum klickt denn der da so oft? Hey, komm. Blödsinn. Jetzt ist er vergiftet. Das wurde aber auch Zeit, ey. Nerviges Vieh. So, hier noch irgendwas Neues? Ich glaube fast nicht. Außer der Kröte da. Ich lasse mich von euch nicht mehr täuschen. Ich hab doch gesagt, guck mal, da ist was drin.
Reparaturpulver ist, was da drin ist. Okay, blöde Situation. Oder ist der andere wieder zurückgegangen? Nee, der steht da immer noch. Hier, für dich nochmal. Der auch, komm. Ja, ich wollte gerade sagen, es müsste aber langsam mal vergiftet sein. Gut. Den hat er mir reingeknallt, weil ich unvorsichtig geworden bin. Und ihn quasi schon als tot angesehen habe. Ich meine, er war ja auch tot, aber halt noch nicht so tot, dass er mir nichts mehr antun konnte. Kommst du dann bitte... Oh, die Soundkulisse ist furchtbar hier. Ich habe ständig das Gefühl, es kommen von hinten welche. Da waren wir schon. So. Duell der Magier hier oder was? Wage zu behaupten, ich habe gewonnen. So, ich will trotzdem mit voller Power hier weitergehen. Ja, dich habe ich auch gesehen, du blöde Putte. Ja, ihr könnt mich nicht mehr täuschen. So. So, ich weiß immer noch nicht, wie man darüber kommt. Da ging es auf jeden Fall vorher nicht rein. Das ist neu. Das ist definitiv neu. Okay. Ich kann ihn nicht so effektiv stunnen, wie ich es gerne möchte. Oder wie ich es gerne gemacht hätte. So, also ich merke mir das hier draußen mal. Ich gucke jetzt erstmal hier drin. Hier war ja wieder die Band of Brothers. Ein Schild aber oben. So, das waren ja noch nicht alle. Da ist ja noch einer und noch ein Bauzi ist er da auch noch. Okay, da bin ich selber noch schuld. Gebe ich ja ohne weiteres zu, da war ich selber dran schuld. So. Hier war der Weg, der einmal rundum führt, ne? Die werden teilweise richtig lästig. Aber so richtig lästig.
hockt da oben einfach so ein blöde Putter drin. Das ist frech. Ja, ist noch, sogar noch eine. Aber ich lasse mich nicht mehr verarschen von euch. Niemals. Ah, hier oben war dieser Golem. Und jetzt ist die, sind die Truhen auch da. Oder verfügbar. Okay. Den konnten wir vorher mit dem Morgenstern definitiv besser stunnen. Das ist gut zu wissen. So, ich hoffe, da ist jetzt kein Mimik dabei. Mimik. In dem einen Eisblock war ein Mimik eingefroren. Wisst ihr noch? Zwillingsklinge des Zaubers. Diese Zwillingsklinge stammt aus Melfia und dient als Beschleuniger für die Zauberei. Diese seltene Waffe wird nur von wenigen Kriegern verwendet, da ihr Einsatz großes Können mit Stab und Schwert voraussetzt. Und was haben wir hier noch? Ein Seelengefäß. Ja gut, das haben wir noch gar nicht benutzt, Seelengefäße, ne? Seelengefäße nutzten wir tatsächlich noch nie. Damit können wir respecken, also kriegen quasi alle unsere Level-Punkte zurück und können die neu verteilen. Da ging es dann weiter, ne? Obwohl, da kam doch irgendwann der Punkt mit dem Leuchtfeuer, ne? Wo wir runterstürzen mussten zu dem Leuchtfeuer. Bis dahin können wir ja gehen. Bis dahin können wir uns ja durchschlagen. Einfach mal gucken. Meine Fresse, ich hatte doch geblockt, du dummes Mistvieh, ey. Na, Gott sei Dank habe ich genug Lebenssteine. Und vor dem nächsten Boss, also beziehungsweise vor dem Boss, der da unten im Chaos sitzt. Ich denke mal, das wird der Weiße König sein, ne? Okay, die Stelle ist potenziell richtig fies hier. Da haben wir ja ein Leuchtfeuer direkt da. Da können wir ja uns jederzeit wieder mit Ressourcen eindecken. Die Seelen dafür haben wir ja. So, die Kerle konnte man ja vergiften, wenn man oft genug drauf schießt, ne? Okay. So, das dürfte sich jetzt von alleine erledigen. Nur einen Augenblick warten. Ja, Feind voraus. Und der war das. Der war das mit seinen Fackelzeugs. So, und hier kamen wir dann letztendlich... Was war denn hier hinten noch? Helft mir mal.
muss echt aufhören, so auf Risiko zu gehen. Das kostet mich irgendwann nochmal Kopf und Kragen. Ich meine, gut, wir haben noch mehr als genug Menschenbilder. Ja, es gibt keinen Grund für uns in Hollow-Gestalt rumzurennen, aber trotzdem. Es muss ja nicht sein, ne? Ach so, und hier war dann einfach Schluss. Ja, okay. Und auf der anderen Seite ging es dann zum Leuchtfeuer. Richtig? Das war doch hier, ne? Genau. So, das heißt, dass wir jetzt zurücklaufen und uns den Eingang da bei der Brücke angucken. Der war ja neu. Weil wir von der Route her dann hier bei dem Leuchtfeuer theoretisch direkt wieder starten könnten. Ohne dass wir uns durch die ganzen Typen hier nochmal durchprügeln müssten. Ich überlege gerade, ob es sich anbietet, die Kerle da vielleicht erstmal abzuschießen. Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass wir da hinten wieder rauskommen. Okay. Warte mal. Warte mal. Wir haben doch... einen Ring, der die Reichweite unserer Pfeile erhöht. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Aber... kommen nicht ganz hin. Scheiße. Gut, dann den Ring der Klingen wieder aktivieren, bitte. Und dann gucken wir mal, was hier unten drin ist. Der wahre Kampf beginnt. Vorsicht vor Schatten. Auf einmal möchte ich das gar nicht mehr. Was sind das denn für Viecher? Gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen, was ihr seid. Ihr sollt einfach sterben und mich in Ruhe lassen. Da haben nämlich offenbar so einige Spieler erledigt, den Blutflecken hier zu entnehmen. Finstergeist voraus. Nö. Hurra für Schatten. So, gibt's noch mehr von euch? Dämmerungskraut. Da war noch einer.
Noch geht es, ja. Ich warte auf den Finstergeist, bin ich ganz ehrlich. Versuch Distanzkampf. Da oben. Hexer Nikolai. So, mich würde jetzt vor allem interessieren, kann Hexer Nikolai vergiftet werden? Ja, das kann er. Das Geile ist, Hexer Nikolai kann gestunt werden. Aber Hexer Nikolai kann sich bedauerlicherweise auch heilen. Nee, komm. Von mir aus kannst du gerne in einen Stunlock rein. So. Puh. Hexer Nikolai, ein weiterer Finstergeist gefallen. So, du Blödmann da oben, was bist du? Ah, solche Viecher kennen wir schon. Also nicht in der Variante Eis. Aber prinzipiell haben wir die schon erlebt. Wisst ihr, an wen mich die erinnern? Diese dämlichen Skelette. Die es Gott sei Dank in Dark Souls 2 nur an einer Stelle gab. Und das war wenigstens ein Bosskampf. Man sagen konnte, yo, hier ist die Schwierigkeit angebracht. Süß, wie er da gegen die Wand zaubert, meine ich. Echt süß, aber letztendlich sehr unwirksam. Alter, haben wir schon viele Pfeile verbraucht inzwischen. Und trotzdem immer noch eine Menge. Alter! Machen die mir Schaden, wenn ich auf die einprügle? Das ist natürlich... Tatsächlich. Die haben eine Dornenaura, die Mistkerle. Okay, da ist eine Tür. Wo kommst du jetzt schon wieder her? Meine Fresse, ist hier was los, ey. Ich weiß noch nicht, was der da zaubert. Aber es gefällt mir nicht. Ah, die Kerle sind eigentlich relativ witzlos, oder? Also die können mir nicht wirklich viel anhaben. So, okay. Zwei Pfade. Eine Tür und eine Leiter. Einer von diesen beiden Pfaden wird uns wahrscheinlich weiterführen. Ich weiß nur nicht welcher. Aber das erfahren wir dann gemeinsam. In der nächsten Folge. Von Dark Souls 2. Bis dann.